Die Flutkatastrophe im Juli hat das Ahrtal hart getroffen. Unvorstellbare Wassermengen haben Existenzen vernichtet, Häuser abgerissen und Menschen getötet. Auch die Winzer klagen über erhebliche Verluste. Betriebsgebäude sind zerstört, Flaschen voller Schlamm und viele Weine unbrauchbar. Jetzt startet die Stadt Heilbronn als älteste Weinstadt Württembergs eine Auktion, die den vom Hochwasser geschädigten Ahrwinzern zum Wiederaufbau ihrer Betriebe und Weinanlagen zugutekommen soll. Es war unseren Heilbronnern Winzern eine Herzensangelegenheit, die Kollegen im Ahrtal zu unterstützen nach der katastrophalen Flutkatastrophe vor wenigen Wochen. Und so haben wir Weine, die bereits früher auch mal für eine Auktion bereitgestellt wurden, aktiviert, zusammengestellt in einem Auktionskatalog. Ab heute kann man ein Gebot für ausgewählte Weine aus der Region abgeben. Über 130 Weine befinden sich im Katalog. Mit dabei sind auch einige Schmankerl für Weinliebhaber. Der älteste Trollinger, der 1959 abgefüllt wurde und noch in der Flasche ist, steht zur Versteigerung. Es steht ein Wein, der zur Fußball-Weltmeisterschaft 1974 von der Genossenschaftskellerei abgefüllt wurde und handsigniert von Gerd Müller, dem vor wenigen Tagen verstorbenen Bomber der Nation, unterzeichnet wurde. Aber sind auch tolle Magnumflaschen mit dabei, Raritäten oder ein ganz wunderbarer Süßwein von einem der Top-Süßweinwinzer Deutschlands ist auch unter den Raritäten mit dabei. Also ich glaube, das Herz geht auf für die Weinliebhaber. Weine eigentlich zu schade, um zu trinken. Es sind ja viele, die auch die Weine einfach sammeln, auch im Keller ablegen und gleichzeitig damit auch einen guten Zweck dann noch erfüllen können. Die exquisiten Weine sind online, aber auch direkt bei den Weinbetrieben zu ersteigern. Unterstützt wird die karikative Aktion auch vom europäischen Weinmagazin Vinum. Steffen Schoch erklärt, wie das Ganze abläuft. Die Auktion ist jetzt nicht eine übliche Auktion, wie man es sich vorstellt, in einem großen Saal. Und ein Auktionator steht mit dem Hammer vorne und treibt die Bietenden zu ihren Geboten auf. Wir haben diese Auktion einmal online gestellt unter der Internetdomain heilbronn.de/weinauktion sind alle Weine aufgeführt. Es ist auch der Auktionskatalog dort zu finden und so kann man schriftlich sein Auktionsangebot dort abgeben. Aber im Rahmen der Heilbronner Weindorf-Auslese vom 9. bis zum 18. September kann man auch bei allen Veranstaltungen, die zentral hier in der Harmonie oder im Schießhaus in Heilbronn stattfinden oder in einer Gastronomie oder auf den Weingütern, dann sein Gebot abgeben. Denn dort werden wir die Auktionskataloge auch verfügbar haben und sprechen dann auch ganz gezielt die Gäste an, um eben ihr Gebot mit abzugeben. Seit über 1255 Jahren wird im Raum Heilbronn bereits Weinanbau betrieben und auch das Ahrtal ist eines der ältesten und wichtigsten Weingebiete Deutschlands, bekannt vor allem für den Spätburgunder. Doch in nur einem Tag hat die Flut den Menschen im Ahrtal alles genommen, was sie hatten. Es sind Betriebe, die über Generationen aufgebaut wurden und in einer furchtbaren Nacht weggeschwemmt wurden. Teilweise blieb kein Stein auf dem anderen stehen. Die Weinberge, die etwas höher liegen, sind wohl noch unversehrt. Aber die Betriebe in den Flusstälern sind zu 100% zerstört und können oftmals auch gar nicht wieder aufgebaut werden. Kälteanlagen sind über viele Kilometer hinweg gerissen worden mit der Strömung. Fahrzeuge, Fässer, Flaschen und viele andere Dinge. Ich glaube, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht ermessen, wie lange es dauern wird, das hier mit aufzubauen. Aber es sind auch bundesweit viele Winzer, Kollegen, die schon gesagt haben, wir helfen, wir helfen bei der Lese, wir helfen bei dem Trauben, bei der Traubenverarbeitung, wir helfen beim Weinausbau. Aber das sind die letzten Worte noch nicht gesprochen und wir erwähnen, das wird sicherlich viele Jahre dauern, bis wir wieder in einen gewohnten Zustand zurückkommen, wenn es den gewohnten Zustand dort im Ahrtal überhaupt geben kann. Von 39 Weinbaubetrieben im Ahrtal sind 36 komplett zerstört. Es ist eine Notsituation, in der die Heilbronner Weinbetriebe nicht untätig bleiben wollten. Für den Wiederaufbau werden viele Mittel benötigt.
Deshalb hofft Steffen Schoch auf einen hohen Erlös. Wir haben natürlich schon unsere Vorstellung, was letztendlich bei der Aktion rauskommen sollte. Also schön wäre schon, wenn ein mittlerer vierstelliger Betrag zusammenkommen würde, den wir dann in den großen Topf der VDP-Weingüter im Ahrtal übergeben können, der aber nicht nur den VDP, also den Prädikatsweingütern, zugutekommt, sondern für alle Weingüter gleichermaßen zur Verfügung gestellt wird, in einem großen Topf, der auch bundesweit mit anderen Aktionen dazu Spenden mit aufruft. Die Idee der außergewöhnlichen Weinaktion entstand bereits vor der Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Weinvilla-Partner hatten vor einigen Jahren schon die Idee, wir könnten doch zugunsten eines Zweckes Weine versteigern. Leider kam dann Corona dazwischen und die Versteigerung konnte damals nicht durchgeführt werden. Wir hielten es aber jetzt zum richtigen Zeitpunkt, nochmals genau das Thema herauszuholen. Die Weine waren alle schon zusammengestellt in 52 Lots, über 130 Weine, die schon fotografiert waren, die nur nochmals zusammengestellt werden mussten, in einem Auktionskatalog dann wieder zusammenzustellen und den Winzern im Ahrtal zu helfen. Die Schätze der Heilbronner Weingärten für einen guten Zweck ersteigern. Bis 18. September ist das jetzt möglich. Angebote werden online per Kontaktformular oder per Post und Fax entgegengenommen. Die A-Winzer werden sich freuen.